Servus! Bonjour à tous und recht herzlich willkommen in unserer Sendung. Ob Sie es glauben oder nicht, wir reisen gerade durch den Nationalpark Berchtesgaden auf einem Schuttstrom. Ja, vielleicht kannten Sie bis jetzt auch nur den Shitstorm, der Schuttstrom. Der ist eine Ansammlung von Geröll, die hier von Wasser durch das Wimbachtal geschoben wird. Und zwar, wie Sie sehen können, in nicht fernsehtauglicher Geschwindigkeit. Jetzt ist Geröll ja nichts anderes als zermahlener Berg. Das heißt, das hier ist uralte Erdgeschichte. Ja, und jetzt kommt die Sensation. Passen Sie mal auf. Es sind Zeitreisen möglich. Zumindest hier im Wimbachtal. Und wir unternehmen heute eine Zeitreise mit Ihnen zu Hause. Und zwar durch 240 Millionen Jahre. Durch die Geschichte der Alpen. Vor 240 Millionen Jahren, da waren die Berge dahinter uns tatsächlich platter Meeresboden. Der Boden eines Urmeers, klingt schräg, ist aber so, zeigen wir Ihnen jetzt. Das Brauneck, südlich von München. Auch hier kann man durch die Zeit reisen. Martin Nose und Alexander Nützel von der Paläontologischen Staatssammlung in München tun das regelmäßig. Sie suchen Fossilien in den Kalkalpen, versteinerte Zeugen aus dem Meer, das hier einst war. Was wir hier sehen, sind Reste des Tethys-Ozeans, des Tethys-Meeres. Das ist ein Korallenstock. Das sind die Äste der Korallen in der Längsrichtung geschnitten. Und hier zufällig der Anbruch in der Querrichtung. Deswegen erscheinen sie hier rund. Vermutlich waren das kleine Riffe mit einigen Metern Durchmesser. Neben Korallen produzierten einst auch winzige Algen Kalk. Der sammelte sich über Jahrmillionen am Meeresboden. Es entstand eine 3 Kilometer dicke Schicht. Vor 100 Millionen Jahren. Afrika beginnt gegen Europa zu driften. Der Meeresboden zerbricht und taucht unter Afrika ab. Schließlich stößt Afrika mit Europa zusammen. Die Gesteine der Kontinente falten sich auf, wahrscheinlich bis zu 6000 Meter hoch. Anschließend tragen Wind und Wetter das Hochgebirge wieder ab. Danach beginnen die Alpen erneut zu wachsen. Der Crash der Kontinente drückt auch den ehemaligen Meeresboden nach oben. Und mit ihm die versteinerten Zeugen aus der Vergangenheit. Selbst die Wege am Brauneck öffnen ein Fenster in die Urzeit. Ist also alles voll mit Muscheln. Es ist ein Muscheln. Massenvorkommen, sehr, sehr zahlreich und auch relativ groß. Und viele dieser Stücke, die hier rumliegen, sind einfach Muschelfragmente. Bei manchen Fundstücken erkennen die Forscher, in welcher Zeit sie gerade graben. Vor 204 bis 200 Millionen Jahren lebten zum Beispiel diese Ammoniten, eine Art Tintenfisch mit Schale. Am Brauneck finden sie aber auch Beweise für ein Drama der Erdgeschichte. Vor 200 Millionen Jahren, am Übergang von Trias zu Jura, kam es zu einem Massensterben. Wahrscheinlich durch gewaltige Vulkanausbrüche. Was wir hier sehen dann, ist eine Steilwand. Das ist der untere Jura, die sogenannte Lias. Und da waren die Korallen weg und mit den Korallen alle Riffbewohner. Darüber hinaus sind auch Ammoniten und bestimmte Muscheln ausgestorben. Also eine große ökologische Krise, die man hier an dieser Stelle auch sehen kann. Einzelne Arten aber haben überlebt im Urmeer Tethys. Vielleicht gerade deshalb, weil sie nicht in den flachen Bereichen, sondern viel tiefer im Urmeer lebten. Steffen Kiel vom Naturkundemuseum in Stockholm ist dieser Frage auf der Spur. In den Berchtesgadener Alpen, im sogenannten Steinernen Meer. Hier findet er Schichten, in denen einst massenhaft sogenannte Brachiopoden lebten, muschelartige Tiere. Armfüße. Wie kam es zu diesen Massenansammlungen? Steffen Kiel glaubt,
Die Brachiopoden waren auf eine ganz besondere Nahrungsquelle in der Tiefe des Tethysmeers angepasst. An Methan. Im US-Bundesstaat Oregon, da haben wir in gleichaltrigen Tiefwassersedimenten Massenvorkommen der gleichen Brachiopode gefunden. Und dort konnten wir nachweisen, dass es sich um eine ehemalige Methanquelle handelt. Da kommt also Methan aus dem Untergrund. Das Methan wird von Bakterien gefressen. Dann sind da ganz viele Bakterien. Und die Brachiopoden wiederum fressen diese Bakterien. Das Gleiche vermuten wir jetzt auch hier in den Alpen. Methanquellen. In der Urzeit, wie auch heute noch, sind sie Oasen in der Tiefsee. Denn die Lebewesen hier sind an extreme Bedingungen angepasst. Das könnte erklären, warum die muschelähnlichen Armfüßer überlebt haben, als im flachen Meer das Massensterben tobte. Noch ist das Spekulation. Steffen Kiel will deshalb seine Proben im Labor untersuchen. Aber er ist sich sicher, dass auch die Armfüßer im steinernen Meer an Methanquellen lebten. Wahrscheinlich gibt es in den Alpen noch viele Geschichten von unbekannten Ökosystemen der Urzeit zu entdecken. Die werden noch mehr erzählen von der Geburtsstunde des Gebirges. Wirklich spektakuläre Gegend, muss man sagen. Darf ich Ihnen vorstellen, das ist unser Mann, der jeden Weg hier kennt, jeden zweiten Stein und die Geschichte. Quasi der Experte für Zeitreisen hier. Dankeschön. Mittlerweile habe ich es ganz gut drauf. Jetzt müssen wir mal wissen, wo sind wir jetzt hier eigentlich genau? Wir sind hier im mittleren der drei Haupttäler des Nationalparks, nämlich im Wimbachtal, das genau hier zwischen dem Watzmann im Osten und dem Hochkalter im Westen liegt. Und das war mal ein Massiv und der Fluss hat das hier quasi ausgeschwemmt? Ja, so ähnlich kann man sich's vorstellen. Also vor vielen Millionen Jahren bestanden beide Gebirgsstöcke aus einem großen Gipfel, der auseinandergebrochen ist. Und im Laufe der Jahrmillionen und im Speziellen in den letzten Eiszeiten wurde dieses Tal eben tief ausgehobelt und somit beide Gebirgsstücke voneinander getrennt. Wenn das hier alles mal Meeresboden war, ich bin da ja so ein totaler Spezialist, ich bin dann sofort immer mit der Nase am Boden und suche Fossilien, würde ich jetzt hier welche finden? Hier wird es kein Glück haben, weil der Schotter, der hier im Wimbachgries liegt, besteht zu 99% aus Dolomit. Mhm. Und bei der Dolomitbildung wurden nahezu alle Versteinerungen, also alle Reste abgestorbener Meerestiere bis zur Unkenntlichkeit eben vernichtet oder aufgelöst. Okay. Fossilien finden wir weiter unten. Wenn wir jetzt ein bisschen in die jüngeren Phasen der Erdgeschichte dann übergehen, ein Stück weiter unten. Schauen wir uns das an. Gehen wir sofort hin. Lass mal den Dolomit hier. Muscheln suchen am Berg. Haben wir auch noch nie gemacht, gell? Ist so schön, oder? Ja, man fragt sich, was das für welche sind. Frauenaugen. Ich nehme mich mit, mein Freund. Ich trage einen Schmetterling den Berg hinunter. Jetzt habe ich vorhin noch gesagt, Fossilien sind total meins, aber an denen wäre ich jetzt vorbeigelatscht, weil der Fels, der sieht so ein bisschen aus, als hätte jemand ein Milchglas hier mal kurz abgestellt und wäre nach Hause gegangen. Der sieht aus, als hätte irgendjemand eine Riesenparty gehabt und nicht aufgewischt. Genau, genauso schaut es aus, wie so ein Wirtshaustisch. Das sind Muscheln. Das sind Muscheln, sogenannte, also gewesen. Sogenannte Megalodonten oder wie wir im Mundart auch sagen, Kuhtrittmuscheln, weil sie ähnlich ausschauen wie die Abdrücke. Die Abdrücke von der Kuh. Ja. Das waren die Muschelart, die in diesem urzeitlichen Meer in der Triaszeit in großer Stückzahl vorhanden waren. Man muss sich vorstellen, dass damals, wie diese Gesteine entstanden sind, die sind ja alle in einem flachen, warmen, lichtdurchfluteten Meer entstanden, in dem es wahnsinnig viel Leben gab. Mhm. Und alle unsere oder nahezu alle unsere Gesteine bestehen aus abgestorbenen Resten solcher Meereslebewesen, was eigentlich unvorstellbar ist. So. Kriegt man da eine raus von den Muscheln? Die sind sehr fest eingebettet in das Gesteinsgefüge und der Dachsteinkalk ist extrem hart. Ich kann ja wenigstens mal Probe hauen, dann weiß ich, dass es nicht geht. Pass auf deine Augen auf. In den Geologen haben wir investiert. Ich mach mal zu. Das ist das Gegenteil von dem, was mir mein Vater mit beigebracht hat. Immer hinschauen, was du machst. Hm. Nicht wegschauen. Okay. Na gut.
Das ist eigentlich schade, man macht es bloß kaputt und rauskriegt man es ja doch nicht. So ist es, darum lassen wir es lieber, oder? Ja, rumliegen habt ihr ja keine zufällig irgendwo, oder? Die liegen nicht so rum. Die sind immer verbunden. Die sind im Gestein drin. Aber in kleinen handlichen Stücken vielleicht. Nein. Die wurden hier, der Fels, sieht diese glatte, geschliffene Felsoberfläche. Ja. Kommt daher, weil eben hier das Wasser und der Schutt, der hier durchtransportiert wurde, den Fels blank geschliffen hat und diese Megalodonten freigelegt hat. Ja. Dann nennen wir das jetzt die Delle des Vandalen. In welchem erdgeschichtlichen Zeitalter sind wir jetzt hier? Wir sind ja noch im Trias. Im Trias. Und wenn wir jetzt in der Schlucht weiter runtergehen, dann kommen wir ins... Dann kommen wir in die Jurazeit, ja. Aus der es auch Ablagerungen gibt. Ja. Allerdings nicht in sehr großer Menge, weil die in den letzten Eiszeiten zum größten Teil ausgeräumt wurden. Aber Jura kennen wir von Jurassic Park. Das ist die Zeit, wo die großen Dinosaurier unterwegs waren. Das ist richtig. Aber die finden wir da heute nicht. Also ich habe noch keine gefunden, wir können es probieren, aber eher nicht. Wir schauen zusammen, ja. Aber es ist toll, unsere Zeitreise, muss ich wirklich sagen. Und wir werden jetzt gleich die nächste bzw. die letzte Eiszeit überspringen. Gunnar hat auch in seinem Rucksack Moonboots und Heizdecken. Ja, aber bevor er die noch auspackt, öffnen wir jetzt per Forschung noch weitere Fenster in die Vergangenheit. Das Winklertal in Osttirol. Eine wild zerfurchte Landschaft, geformt von Gletschern, Wind und Wetter. Die Gipfel hier locken viele Wanderer. Christoph Spöttl aber will nicht auf einen Berg, sondern in einen hinein. Die Obstanzer Eishöhle ist sein Ziel. Der Wissenschaftler kann hier in ein spezielles Kapitel der Vergangenheit eintauchen. In Höhlen ist das Klima alter Zeiten gespeichert. Schon bald erreicht das Team der Uni Innsbruck eine Stelle, die den Namen der Obstanzer Eishöhle erklärt. Momentan herrscht hier das ganze Jahr über eine Temperatur von 1 Grad Celsius. Die ersten Gänge dieser Höhle entstanden vor etwa 1 Million Jahren. Damals fraß sich in 2000 Meter Höhe Grundwasser durch den Kalk des Gebirges. Heute fließt das Wasser nur noch durch Ritzen im Berg. Deswegen wachsen hier Steine, entweder als flächige Kalkablagerungen, sogenannte Sinter, oder als Tropfsteine. Jeder Tropfen löst auf seinem Weg Mineralien aus dem Fels. An den Höhlenwänden kristallisieren sie zu neuem Gestein. Nach 1 Stunde Kletterei durch enge Canyons und über scharfkantige Klippen kommen die Wissenschaftler an ihr heutiges Ziel. In einem Seitengang der Höhle sind die Wände von einem ganz speziellen Mineral überzogen. Aragonit. Die Obstanzer Eishöhle ist die einzige Höhle in den gesamten Alpen, in der dieser weiße Stein noch wächst. Hier haben wir ein sehr schönes Beispiel. Das Weiße hier ist Aragonit und die gelbliche Schicht ist Kalzit. Dieser Stein ist ein Sinter und wuchs an der Wand. Ungefähr so. Ein dünner Wasserfilm floss ständig über die Wand und ließ zuerst Aragonit, dann Kalzit und wieder Aragonit wachsen. Warum hier oben Aragonit wächst, ist ein Rätsel. Eigentlich dürfte es ihn in dieser Höhe gar nicht geben. Es ist zu kalt. Die Forscher vermuten deshalb, dass vielleicht Mikroben und urzeitliche Bakterien an seiner Entstehung beteiligt sein könnten. Fest steht aber, dass Aragonit auch Informationen über das Klima speichert, wie viele mineralische Tropfsteine und Sinter. Und zwar über die ganze Zeit, in der er wächst. Denn im Wasser, das den Fels durchdringt, sind auch Sauerstoff und Kohlenstoff gelöst, in verschiedenen Formen. Durch die Analyse dieser Formen können die Forscher das Klima der Vergangenheit rekonstruieren. Wenn man sich den da links anschaut, diesen Stalaktiten, der schon vielleicht 7 cm hat, dann glaube ich, dass man dem auf jeden Fall 5.000, 6.000 Jahre geben kann. Also der Ötzi ist ungefähr aus der Zeit, als der ein kleiner Zapfen war. Manchmal wachsen Tropfsteine und Sinter nur 1 Millimeter in 1000 Jahren. In ihnen lagern also unvorstellbar viele Informationen zum Klima vergangener Zeiten.
Höhlen werden deshalb für die Klimaforschung immer wichtiger. In der Obstanzer Eishöhle sind die ältesten bislang gefundenen Tropfsteine 180.000 Jahre alt. Die Forscher haben darin bereits sehr rasche lokale Klimaveränderungen nachweisen können. Aber sie sehen auch die ganz großen. Hier habe ich einen echten Tropfstein jetzt aus dieser Höhle mitgenommen, der in einer ehemaligen Höhenwand gewachsen ist, später heruntergebrochen ist. Und das ist für uns das Zeugnis der Vergangenheit des Klimas. Wenn man es nämlich aufschneidet, dann sieht man die Struktur des Materials. Unten alt, oben jung. Hier haben wir etwa 131.000 in der Basis. In der Mitte ist es etwa 122.000. Und hier oben etwa 116.000 bis 118.000 Jahre. Und man sieht, das Material ändert sich auch. Und das interpretieren wir so, dass sich das Klima signifikant verändert hat, nämlich kälter worden ist und trockener worden ist. Und damit die letzte Eiszeit eingeleitet worden ist. Heute dagegen scheint es auch in der Obstanzer Eishöhle immer wärmer zu werden. Noch in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts waren einige Kavernen voll mit Eis. So wie diese. Heute ist immer weniger davon übrig und bald wird das Eis hier ganz verschwunden sein. Die Gletscher der letzten Eiszeit haben das Winklertal geschaffen und die Höhle aufgebrochen. Die Wasserströme im Berg flossen ab. Die Höhle hörte auf zu wachsen. Aber die Tropfsteine darin werden die Klimageschichte weiter speichern, solange Wasser durch den Berg sickert. Was ist kalt? Härter als gedacht. Da will ich mal verdehnen. Komm zurück. Weil ich spüre die Füße langsam nicht mehr. Darf ich anreichen? Super. Okay. Oh, ist das kalt. Da unten wäre auch was davon gewesen, aber. Das ist schöner. Es ist gut, dass dein Hammer zum Einsatz kam. Na, schau. Spuren. Hammer. Kam zum Einsatz. So. Gut. Was haben wir denn da jetzt, Herr Köppel? Was haben wir hier? Ja. Seetone. Nie gehört. Nie gehört. Zeugnis dafür, dass hier, wo wir hier stehen, mal der Grund eines Sees war. Es war nämlich so, dass nach der letzten Eiszeit, die ungefähr vor 10.000 Jahren zu Ende ging, mit dem Abschmelzen des Gletschers sich hier ein kleiner See gebildet hat, dessen Abfluss weiter vorne in der Klamm, wo wir später noch hinkommen, durch eine Gesteinsschwelle verhindert wurde. Und hinter dieser Schwelle hat sich dieser See aufgestaut. Und die milchig trüben Abflüsse der Reste des eiszeitlichen Gletschers haben diese feinen Sedimente hier entstehen lassen. Das heißt, dieses Gestein kannst du brechen. Das ist ja wie Lehm, oder? Das ist wie Lehm. Und du kannst es zwischen den Fingern zerreiben. Kann man damit irgendwas machen, außer es zwischen den Fingern verreiben? Es ist sehr fein, du spürst keine Körnung. Außer es sind Steine drin, ja. Es wurde bis ins 19. Jahrhundert hinein benutzt als Grundstoff für Farben oder für Salben. Ach was? Ja, wurde abgebaut. Ist das da hinten ein ganzes Band davon? Man sieht es in mehreren Ebenen. Geh mal hinter, ich muss mir die Füße vertreten. Die sind gerade tot. Du könntest mal eigentlich mit? Auch noch mal durchgehen, oder? Ja? Und da hier drüben noch ein bisschen hämmern. Ich glaube, dafür ist die Hose zu lang. Die Hose zu lang. Ich glaube, dafür ist das Wasser zu kalt. Du kannst das nicht nur hier am gegenüberliegenden Ufer sehen, sondern auch da drüben am Hang. Was davon zeugt, dass der See einst in mehrere Niveaus hier abgeflossen ist. Aha. Also als die Schwelle draußen noch höher war, war der Seeboden weiter oben wie jetzt. Und erst als sich der Wimbach, wie der Bach hier heißt, dann in diese Schwelle aus Jurakalken eingeschnitten hat und die Wimbachklamm entstehen hat lassen, ist der Seespiegel immer weiter abgesunken auf das heutige Niveau. Es war dann quasi hier doch viel mehr Grund und da oben war dann der See auch, oder? Genau, und je tiefer sich der Abfluss des Sees in diese Juraschwelle eingeschnitten hat, hat sich natürlich der Seespiegel gesenkt. Weil mehr rausfließen konnte. Auf das jetzige Niveau. Ja. Als dann die Eiszeit beendet war und die Gletscher abgeschmolzen waren, kam ja irgendwann der Mensch auch hier in die Alpen. Der berühmteste ist heute wahrscheinlich der Ötzi.
müssen Sie sich mal vorstellen. Ja? Ich meine, wir haben heute den ganzen Tag wahnsinnig geschwitzt hier oben in den Bergen. Und der Ötzi hatte ja keinerlei Outdoor-Bekleidung, ganz zu schweigen, wie es dann hier im Winter war. Das heißt, es muss sich für den Ötzi auch irgendwie gelohnt haben. Und das hat es. Seit seinem 10. Lebensjahr ist Walter Ungerank in den Zillertaler Alpen unterwegs. Immer auf der Suche nach Mineralien. Granat, Amethyst, Bergkristall. Mit den Jahren steigt Walter Ungerank immer höher. Auch weil sich der Schnee immer weiter zurückzieht. Schließlich macht er auf 2800 Meter Höhe eine Entdeckung, die alle seine bisherigen Funde in den Schatten stellen sollte. Eine 15 Meter lange Kluft, voll mit Bergkristall. Auf den ersten Blick sieht man den reinen, klaren Quarz hier nicht. Das Mineral steckt im Gestein. Walter Ungerank kann aber viele Stücke freilegen. Die Kluft am Rietenkar ist ein Volltreffer für ihn. Doch dann merkte der Tiroler, dass er gar nicht der Erste an dieser Kluft ist. Am Boden findet er Bruchstücke, die eindeutig bearbeitet wurden. Das waren klein zerschlagene Bergkristallstückchen in einer wunderbaren Qualität. Man hat das sofort gemerkt, wenn man da drüber fährt, die sind so schneidig, man kann sich da sofort in die Finger schneiden. Da sind schon lange vor unserer Zeit, waren da irgendwelche heroben und haben da aus dem Bergkristall Werkzeuge gemacht. Ungerank alarmiert Archäologen von der Universität Innsbruck. Die suchen schon seit einiger Zeit nach Spuren, die steinzeitliche Jäger und Hirten in den Alpen hinterlassen haben. In der Kluft und ihrer Umgebung finden sie Pfeilspitzen, Messer, Klingen, Bohrer. Der Ort entpuppt sich als die höchstgelegene archäologische Fundstelle Österreichs. Untersuchungen im Labor beweisen, die ältesten Fundstücke wurden vor 9000 Jahren bearbeitet. Also bei den Ausgrabungen darf man sich nicht immer erwarten, dass man so schöne, große und komplette Stücke findet. Das sind mitunter unscheinbare Stücke, sogenannte Trümmerstücke. In diesem Fall hat man eindeutig eine halbrunde Kerbe herausretuschiert und zu einem ganz besonderen Zweck natürlich. Damit kann man also Pfeilschäfte glatt machen, rund machen. Das war ausschlaggebend für die Qualität des Pfeiles eben nicht. Bergkristall steckt nur im Gestein der Zentralalpen. In den Randgebirgen im Norden und Süden kommt er nicht vor. Aber auch dort finden die Archäologen Werkzeuge aus Bergkristall. Und zwar an vielen steinzeitlichen Lagerplätzen im Hochgebirge. Vom nördlichen Rofangebirge bis in den Süden zum Gardasee sind solche Lager bekannt. Und in jedem finden die Forscher auch Werkzeuge aus Bergkristall. Es wurde also reger Handel mit dem begehrten Material betrieben. Wahrscheinlich entlang ganz bestimmter Routen über den ganzen Alpenraum, die für die Menschen der Steinzeit machbar waren. Diese Jäger haben gemerkt, es ist ein anderes Material zu dem, was sie normalerweise bei sich haben, sprich Feuerstein oder eben Silex. Und dass es ganz einfach sehr viel schöner ausschaut, dass es mindestens so hart ist wie der Silex, nicht? Dass es obendrein glitzert, durchsichtig ist. Das sind jetzt vielleicht Lächerlichkeiten, aber das war sicher schon damals so, dass das die Aufmerksamkeit erregt hat. Wer so etwas hat, der hat etwas Besonderes. Nur an der Kluft am Rietenkar ist nachgewiesen, dass Bergkristall in der Steinzeit gezielt abgebaut wurde. Ist hier also die Quelle für den einstigen Handel? Zog sich gar eine Bergkristallstraße über die Alpen? Walter Leitner markiert die steinzeitlichen Lagerplätze, an denen Bergkristall gefunden wurde, auf einer Karte. Dabei wird klar, sie liegen aufgereiht von Norden nach Süden quer über die Alpen. Und mittendrin liegt die Kluft am Rietenkar. Vielleicht lag hier also tatsächlich einmal das Zentrum für den Handel entlang einer Bergkristallstraße.
wir hier sind. Das ist der ehemalige Tropf da oben, der diesen Stausee festgehalten hat. Und das hier hat sozusagen der Stausee in den Fels gefräst. Das allein ist eigentlich schon beeindruckend genug. Jetzt kommt noch Sturmwind dazu. Ja, und Herr Lorenz hat gerade gesagt, wenn so ein Sturm kommt, da muss man schnell raus aus der Klamm, weil sonst von oben Steinschlag droht. Insofern würde ich sagen, unsere Zeitreise war fantastisch. Aber damit wir noch weiterleben können in unsere Zukunft, verlassen wir die Klamm. Wir haben die Zeitreise schon so oft gemacht. Ich muss sagen, was mich am meisten fasziniert, ist, dass der Lorenz keinen Tag älter aussieht. Sollten wir vielleicht auch öfter machen. Wir sagen bis zum nächsten Mal und schauen, dass wir hier rauskommen. Dankeschön noch schnell. Nie gehört. Zeugnis dafür, dass hier, wo wir hier stehen, mal der Grund eines Sees war. Es war nämlich so, dass nach der letzten Eiszeit, die ungefähr vor 10.000 Jahren zu Ende ging, mit dem Abschmelzen des Gletschers sich hier ein kleiner See gebildet hat, dessen Abfluss weiter vorne in der Klamm, wo wir später noch hinkommen, durch eine Gesteinsschwelle verhindert wurde. Und hinter dieser Schwelle hat sich dieser See aufgestaut und die milchig trüben Abflüsse der Reste des eiszeitlichen Gletschers haben diese feinen Sedimente hier entstehen lassen. Das heißt, dieses Gestein kannst du brechen. Das ist ja wie Lehm, oder? Das ist wie Lehm. Und du kannst es zwischen den Fingern zerreiben. Kann man damit irgendwas machen, außer es zwischen den Fingern verreiben? Es ist sehr fein, du spürst keine Körnung. Außer es sind Steine drin, ja. Es wurde bis ins 19. Jahrhundert hinein benutzt als Grundstoff für Farben oder für Salben. Ach was? Ja, wurde abgebaut. Ist das da hinten ein ganzes Band davon? Man sieht es in mehreren Ebenen. Geh mal hinter, ich muss mir die Füße vertreten. Die sind gerade tot. Du könntest eigentlich auch noch mal durchgehen, oder? Ja. Und da hier drüben noch ein bisschen hämmern. Ich glaube, dafür ist die Hose zu lang. Die Hose zu lang. Ich glaube, dafür ist das Wasser zu kalt. Du kannst das nicht nur hier am gegenüberliegenden Ufer sehen, sondern auch da drüben am Hang, was davon zeugt, dass der See einst in mehrere Niveaus hier abgeflossen ist. Aha. Also als die Schwelle draußen noch höher war, war der Seeboden weiter oben wie jetzt. Und erst als sich der Wimbach, wie der Bach hier heißt, dann in diese Schwelle aus Jurakalken eingeschnitten hat und die Wimbachklamm entstehen hat lassen, ist der Seespiegel immer weiter abgesunken auf das heutige Niveau. Es war dann quasi hier doch viel mehr Grund und da oben war dann der See auch, oder? Genau, und je tiefer sich der Abfluss des Sees in diese Juraschwelle eingeschnitten hat, hat sich natürlich der Seespiegel gesenkt. Weil mehr rausfließen auf konnte. Auf das jetzige Niveau. Ja. Als dann die Eiszeit beendet war und die Gletscher abgeschmolzen waren, kam ja irgendwann der Mensch auch hier in die Alpen. Der berühmteste ist heute wahrscheinlich der Ötzi. Müssen Sie sich mal vorstellen, ja? Ich meine, wir haben heute den ganzen Tag wahnsinnig geschwitzt hier oben in den Bergen und der Ötzi hatte ja keinerlei Outdoor-Bekleidung, ganz zu schweigen, wie es dann hier im Winter war. Das heißt, es muss sich für den Ötzi auch irgendwie gelohnt haben und das hat es. Seit seinem 10. Lebensjahr ist Walter Ungerank in den Zillertaler Alpen unterwegs. Immer auf der Suche nach Mineralien, Granat, Amethyst, Bergkristall. Mit den Jahren steigt Walter Ungerank immer höher, auch weil sich der Schnee immer weiter zurückzieht. Schließlich macht er auf 2000 Klatal geschaffen und die Höhle aufgebrochen. Die Wasserströme im Berg flossen ab. Die Höhle hörte auf zu wachsen. Aber die Tropfsteine darin werden die Klimageschichte weiter speichern, solange Wasser durch den Berg sickert. Boah, es ist kalt. Es ist härter als gedacht. Da will ich einfach den. Komm zurück. Weil ich spüre die Füße langsam nicht mehr. Darf ich anreichen? Super. Okay. Oh, es ist kalt. Da unten wäre auch was davon gewesen, aber... Das ist schöner. Es ist gut, dass dein Hammer zum Einsatz kam. Na, schau, Spuren, Hammer. Kam zum Einsatz. So. Gut. Was haben wir denn da jetzt?
Herr Köppel. Was haben wir hier? Ja. Seetone. Nie gehört. Nie gehört. Zeugnis dafür, dass hier, wo wir hier stehen, mal der Grund eines Sees war. Es war nämlich so, dass nach der letzten Eiszeit, die ungefähr vor 10.000 Jahren zu Ende ging, mit dem Abschmelzen des Gletschers sich hier ein kleiner See gebildet hat, dessen Abfluss weiter vorne in der Klamm, wo wir später noch hinkommen, durch eine Gesteinsschwelle verhindert wurde. Und hinter dieser Schwelle hat sich dieser See aufgestaut. Und die milchig trüben Abflüsse der Reste des eiszeitlichen Gletschers haben diese feinen Sedimente hier entstehen lassen. Das heißt, dieses Gestein kannst du brechen. Das ist ja wie Lehm, oder? Das ist wie Lehm. Und du kannst es zwischen den Fingern zerreiben. Kann man damit irgendwas machen, außer es zwischen den Fingern verreiben? Es ist sehr fein, du spürst keine Körnung. Außer es sind Steine drin, ja. Es wurde bis ins 19. Jahrhundert hinein benutzt als Grundstoff für Farben oder für Salben. Ach was? Ja, wurde abgebaut. Ist das da hinten ein ganzes Band davon? Man sieht es in mehreren Ebenen. Geh mal hinter, ich muss mir die Füße vertreten. Die sind gerade tot. Du könntest mal eigentlich auch noch mal durchgehen, oder? Ha? Und da hier drüben noch ein bisschen hämmern. Ich glaube, dafür ist die Hose zu lang. Die Hose zu lang. Ich glaube, dafür ist das Wasser zu kalt. Du kannst das nicht nur hier am gegenüberliegenden Ufer sehen, sondern auch da drüben am Hang. Was davon zeugt, dass der See einst in mehrere Niveaus hier abgeflossen ist. Aha. Also als die Schwelle draußen noch höher war, war der Seeboden weiter oben wie jetzt. Und erst als sich der Wimbach, wie der Bach hier heißt, dann in diese Schwelle aus Jurakalken eingeschnitten hat und die Wimbachklamm entstehen hat lassen, ist der See anderes als zermahlener Berg. Das heißt, das hier ist uralte Erdgeschichte. Ja, und jetzt kommt die Sensation, passen Sie mal auf, es sind Zeitreisen möglich. Zumindest hier im Wimbachtal. Und wir unternehmen heute eine Zeitreise mit Ihnen zu Hause. Und zwar durch 240 Millionen Jahre, durch die Geschichte der Alpen. Vor 240 Millionen Jahren, da waren die Berge dahinter uns tatsächlich platter Meeresboden. Der Boden eines Urmeers, klingt schräg, ist aber so. Zeigen wir Ihnen jetzt. Das Brauneck, südlich von München. Auch hier kann man durch die Zeit reisen. Martin Nose und Alexander Nützel von der Paläontologischen Staatssammlung in München tun das regelmäßig. Sie suchen Fossilien in den Kalkalpen, versteinerte Zeugen aus dem Meer, das hier einst war. Was wir hier sehen, sind Reste des Tethys-Ozeans, des Tethys-Meeres. Das ist ein Korallenstock. Da sind die Äste der Korallen in der Längsrichtung geschnitten und hier zufällig der Anbruch in der Querrichtung. Deswegen erscheinen sie hier rund. Vermutlich waren das kleine Riffe mit einigen Metern Durchmesser. Neben Korallen produzierten einst auch winzige Algen Kalk. Der sammelte sich über Jahrmillionen am Meeresboden. Es entstand eine 3 Kilometer dicke Schicht. Vor 100 Millionen Jahren. Afrika beginnt gegen Europa zu driften. Der Meeresboden zerbricht und taucht unter Afrika ab. Schließlich stößt Afrika mit Europa zusammen. Die Gesteine der Kontinente falten sich auf, wahrscheinlich bis zu 6000 Meter hoch. Anschließend tragen Wind und Wetter das Hochgebirge wieder ab. Danach beginnen die Alpen erneut zu wachsen. Der Crash der Kontinente drückt auch den ehemaligen Meeresboden nach oben. Und mit ihm die versteinerten Zeugen aus der Vergangenheit. Selbst die Wege am Brauneck öffnen ein Fenster in die Urzeit. Es ist also alles voll mit Muscheln. Es ist ein Muschelnmassenvorkommen. Sehr, sehr zahlreich und auch relativ groß. Und viele dieser Stücke, die hier rumliegen, sind einfach Muschelfragmente. Bei manchen Fundstücken erkennen die Forscher, in welcher Zeit sie gerade graben. Vor 204 bis 200 Millionen Jahren lebten zum Beispiel diese Ammoniten, eine Art Tintenfisch mit Schale. Am Brauneck finden sie aber auch Beweise für ein Drama der Erdgeschichte. Vor 200 Millionen Jahren, am Übergang von Trias zu Jura, kam es zu einem Massensterben. Wahrscheinlich durch gewaltige Vulkanausbrüche. Was wir hier sehen dann, ist eine Steilwand. Das ist der untere Jura.
Wirklich spektakuläre Gegend, muss man sagen. Darf ich Ihnen vorstellen, das ist unser Mann, der jeden Weg hier kennt, jeden zweiten Stein und die Geschichte, quasi der Experte für Zeitreisen hier. Dankeschön. Mittlerweile habe ich es ganz gut drauf. Jetzt müssen wir mal wissen, wo sind wir jetzt hier eigentlich genau? Wir sind hier im mittleren der drei Haupttäler des Nationalparks, nämlich im Wimbachtal, das genau hier zwischen dem Watzmann im Osten und dem Hochkalter im Westen liegt. Und das war mal ein Massiv und der Fluss hat das hier quasi ausgeschwemmt? Ja, so ähnlich kann man sich's vorstellen. Also vor vielen Millionen Jahren bestanden beide Gebirgsstöcke aus einem großen Gipfel, der auseinandergebrochen ist. Und im Laufe der Jahrmillionen und im Speziellen in den letzten Eiszeiten wurde dieses Tal eben tief ausgehobelt und somit beide Gebirgsstücke voneinander getrennt. Wenn das hier alles mal Meeresboden war, ich bin da ja so ein totaler Spezialist, ich bin dann sofort immer mit der Nase am Boden und suche Fossilien, würde ich jetzt hier welche finden? Hier wirst du kein Glück haben, weil der Schotter, der hier im Wimbachgries liegt, besteht zu 99% aus Dolomit. Mhm. Und bei der Dolomitbildung wurden nahezu alle Versteinerungen, also alle Reste abgestorbener Meerestiere bis zur Unkenntlichkeit eben vernichtet oder aufgelöst. Okay. Fossilien finden wir weiter unten. Wenn wir jetzt halt ein bisschen in die jüngeren Phasen der Erdgeschichte dann übergehen, ein Stück weiter unten. Schauen wir uns das an. Gehen wir sofort hin. Lass mal den Dolomit hier. Muscheln suchen am Berg. Haben wir auch noch nie gemacht. Gell? Ist so schön, oder? Ja, man fragt sich, was das für welche sind. Frauenaugen. Ich nehme mich mit, mein Freund. Ich trage einen Schmetterling den Berg hinunter. Jetzt habe ich vorhin noch gesagt, Fossilien sind total meins, aber an denen wäre ich jetzt vorbeigelatscht, weil der Fels, der sieht so ein bisschen aus, als hätte jemand ein Milchglas hier mal kurz abgestellt und wäre nach Hause gegangen. Als hätte irgendjemand eine Riesenparty gehabt und nicht aufgewischt. Genau, genauso schaut es aus, wie so ein Wirtshaustisch. Das sind Muscheln. Das sind Muscheln. Sogenannte, also gewesen. Gewesen. Sogenannte Megalodonten oder wie wir im Mundart auch sagen, Kuhtrittmuscheln, weil sie ähnlich ausschauen wie die Abdrücke. Die kannst du sehen. Die Abdrücke von der Kuh. Ja. Das waren die Muschelart, die in diesem urzeitlichen Meer in der Triaszeit in großer Stückzahl vorhanden waren. Man muss sich vorstellen, dass damals, wie diese Gesteine entstanden sind, die sind ja alle in einem flachen, warmen, lichtdurchfluteten Meer entstanden, in dem es wahnsinnig viel Leben gab. Mhm. Und ich nehme mich mit, mein Freund. Ich trage einen Schmetterling den Berg hinunter. Jetzt habe ich vorhin noch gesagt, Fossilien sind total meins, aber an denen wäre ich jetzt vorbeigelatscht, weil der Fels, der sieht so ein bisschen aus, als hätte jemand ein Milchglas hier mal kurz abgestellt und wäre nach Hause gegangen. Das sieht aus, als hätte irgendjemand eine Riesenparty gehabt und nicht aufgewischt. Genau, genauso schaut es aus, wie so ein Wirtshaustisch. Das sind Muscheln. Das sind Muscheln. Sogenannte, also gewesen. Gewesen. Sogenannte Megalodonten oder wie wir im Mundart auch sagen, Kuhtrittmuscheln, weil sie ähnlich ausschauen wie die Abdrücke. Die Abdrücke von der Kuh. Ja. Das waren die Muschelart, die in diesem urzeitlichen Meer in der Triaszeit in großer Stückzahl vorhanden waren. Man muss sich vorstellen, dass damals, wie diese Gesteine entstanden sind, die sind ja alle in einem flachen, warmen, lichtdurchfluteten Meer entstanden, in dem es wahnsinnig viel Leben gab. Mhm. Und alle unsere, oder nahezu alle unsere Gesteine bestehen aus abgestorbenen Resten solcher Meereslebewesen, was eigentlich unvorstellbar ist. So. Kriegt man da eine raus von den Muscheln? Die sind sehr fest eingebettet in das Gesteinsgefüge und der Dachsteinkalk ist extrem hart. Ich kann ja wenigstens mal Probe hauen, dann weiß ich, dass es nicht geht. Pass auf deine Augen auf. Geologen haben wir investiert. Ich mach mal zu. Das ist das Gegenteil von dem, was mir mein Vater mit beigebracht hat. Immer hinschauen, was du machst, nicht wegschauen. Okay. Na gut. Das ist eigentlich schade, man macht es bloß kaputt und raus kriegt man es ja doch nicht. So ist es, drum lassen wir es lieber, oder? Ja, rumliegen habt ihr keine zufällig irgendwo, oder? Die liegen nicht so rum.
Die sind immer verbunden. Die sind im Gestein drin. Aber in kleinen handlichen Stücken vielleicht. Nein. Die wurden hier, der Fels, sieht diese glatte, geschliffene Felsoberfläche. Ja. Kommt daher, weil eben hier das Wasser und der Schutt, der hier durchtransportiert wurde, den Fels blank geschliffen hat und diese Megalodonten freigelegt hat. Ja. Dann nennen wir das jetzt die Delle des Vandalen. In welchem erdgeschichtlichen Zeitalter sind wir jetzt hier? Wir sind ja noch im Trias. Im Trias. Und wenn wir jetzt in der Schlucht weiter runtergehen, dann kommen wir ins... Dann kommen wir in die Jurazeit, ja. Aus der es auch Ablagerungen gibt. Ja. Allerdings nicht in sehr großer Menge, weil die in den letzten Eiszeiten zum größten Teil ausgeräumt wurden. Aber Jura kennen wir von Jurassic Park. Das ist die Zeit, wo die großen Dinosaurier unterwegs waren. Das ist richtig. Aber die finden wir da heute nicht. Also ich habe noch keine gefunden, wir können es probieren, aber eher nicht. Wir schauen zusammen, ja. Aber es ist toll, unsere Zeitreise, muss ich wirklich sagen. Und wir werden jetzt gleich die nächste bzw. die letzte Eiszeit überspringen. Gunnar hat auch in seinem Rucksack Moonboots und Heizdecken. Aber bevor er die noch auspackt, öffnen wir jetzt per Forschung noch weitere Fenster in die Vergangenheit. Das Winklertal in Aulange, Wasser durch den Berg sickert. Boah, es ist kalt. Es ist härter als gedacht. Da will ich mal verstehen. Komm zurück. Weil ich spüre die Füße langsam nicht mehr. Darf ich anreichen? Super. Okay. Oh, es ist kalt. Da unten wäre auch was davon gewesen, aber... Das ist schöner. Es ist gut, dass dein Hammer zum Einsatz kam. Na, schau, Spuren, Hammer. Kam zum Einsatz. So. Gut. Was haben wir denn da jetzt, Herr Köppel? Was haben wir hier? Ja. Seetone. Nie gehört. Nie gehört. Zeugnis dafür, dass hier, wo wir hier stehen, mal der Grund eines Sees war. Es war nämlich so, dass nach der letzten Eiszeit, die ungefähr vor 10.000 Jahren zu Ende ging, mit dem Abschmelzen des Gletschers sich hier ein kleiner See gebildet hat, dessen Abfluss weiter vorne in der Klamm, wo wir später noch hinkommen, durch eine Gesteinsschwelle verhindert wurde. Und hinter dieser Schwelle hat sich dieser See aufgestaut. Und die milchig trüben Abflüsse der Reste des eiszeitlichen Gletschers haben diese feinen Sedimente hier entstehen lassen. Das heißt, dieses Gestein kannst du brechen. Das ist ja wie Lehm, oder? Das ist wie Lehm. Und du kannst es zwischen den Fingern zerreiben. Kann man damit irgendwas machen, außer es zwischen den Fingern verreiben? Es ist sehr fein, du spürst keine Körnung. Außer es sind Steine drin, ja. Es wurde bis ins 19. Jahrhundert hinein benutzt als Grundstoff für Farben oder für Salben. Ach was? Ja, wurde abgebaut. Ist das da hinten ein ganzes Band davon? Man sieht es in mehreren Ebenen. Geh mal hinter, ich muss mir die Füße vertreten. Die sind gerade tot. Du könntest mal eigentlich auch noch mal durchgehen, oder? Ja. Und da hier drüben noch ein bisschen hämmern. Ich glaube, dafür ist die Hose zu lang. Die Hose zu lang. Ich glaube, dafür ist das Wasser zu kalt. Du kannst das nicht nur hier am gegenüberliegenden Ufer sehen, sondern auch da drüben am Hang. Was davon zeugt, dass der See einst in mehrere Niveaus hier abgeflossen ist. Aha. Also als die Schwelle draußen noch höher war, war der Seeboden weiter oben wie jetzt. Und erst als sich der Wimbach, wie der Bach hier heißt, dann in diese Schwelle aus Jurakalken eingeschnitten hat und die Wimbachklamm entstehen hat lassen, ist der Seespiegel immer weiter abgesunken auf das heutige Niveau. Es war dann quasi hier noch viel mehr Grund und da oben war dann der See auch, oder? Genau, und je tiefer sich der Abfluss des Sees in diese Juraschwelle eingeschnitten hat, hat sich